sehen uns tatsächlich in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Und dann kümmern wir uns um den Rose Tower, liebe Leute. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Pokémon. So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Heute geht's hier in den Rose Tower. Champillion ist gefangen worden oder entführt worden, wie auch immer. Und wir wollen ihn jetzt natürlich da rausholen. Los geht's. Wow, so sieht der Rose Tower also von innen aus. Der ist so riesig, der wird einfach schwindig. Wusstest du, dass der Rose Tower angeblich auf einer Energiequelle gebaut wurde? Deshalb kann man an der Spitze des Gebäudes auch Pokémon Dünner maximieren. Aber was hier wichtiger ist, ich hoffe schwer, dass man mit dem Aufzug bis ganz nach oben fahren kann. Der Rose Tower hat nämlich sage und schreibe 100 Stockwerke. Weil der Aufzug fährt, spielt keine Rolle, weil hier nämlich Endstation für euch ist. Alarm, Alarm, Eindringlinge in die Sicht stellt. Mitglied des Personals sind verpflichtet, unbefugte Gäste unverzüglich zu entfernen. Gehört? Ja, aber sogar von Olivia, also muss ich sie befolgen. Wenn ich euch Vertreiber gebe, bestimmt einen fetten Bonus für mich. So, Tom Fox Akku-Kosmos mit einem Fermi-Cooler. So, da gehen wir auf die Rolado. Geil. Ja, so. Der ist schon mal in rote Boden gehauen. Ja, jetzt habe ich schon wieder Geld. Wir haben die Lager weiter in die Wiesen. Ja, jetzt sind wir stärker als Munkel. Der gedehnt beim Bonus. Außer drauf am eigenen Haus. Jetzt haben die gepasst raus. Sagt schon, wo findet ihr ihn? Einfach den Aufzug. Der Präsident hält sich an der Spitze des Gebäudes auf. Ja, gleich sind wir am Ziel. Halt euch, Bruder, jetzt hier, komm. Komm, weiter geht's. Ach, was ich bin lieber noch. Das ist doch nicht so gut. Aber wenn wir überhaupt nicht so gut drücken, dann geht das schon irgendwie. So, auf geht's. Da wahrscheinlich die größte Stand-Pokémon kommen werden, sind wir mit dem Feuerstarter relativ gut dabei. Wir werden übrigens tatsächlich im Pokémon-Schwert dann kein nicht den Feuerstarter nehmen. Das ist schon mal klar. Oh, das geht ganz schön weit nach oben. Hä? Und? Warum hat die Hand? Wir doch gar nicht an der Spitze. Die zwei jetzt ein Arena-Challenger, nicht wahr? Danke für eure Teilnahme, aber wir können auf keinen Fall zulassen, dass ihr Ärger macht. Nicht zuletzt zum Schutz unserer Tochter, die auch ihren Sitz hier im Rose Tower haben. Dieser Aufzug wurde von einer dieser Firmen gebaut. Marco Cosmos Construction. Er ist groß und stabil genug, um darin Pokémon-Kämpfe auszutragen. Okay, schauen wir mal, Doppelkampf. Mona und Joel. So, was war denn das Schönes? Jetzt mal Startpunkt, oder? Also drauf. Eine Lurkanonade auf Monster. So, das ist schon mal weg, das ist wichtig. So, bleiben wir also Doppelweg drauf. Effektiv. Die zwei sind schon mal besiegt. Und dann geht's jetzt weiter hoffentlich nach oben. Wir haben verloren, also wird nichts anderes übrig, als euch durchzulassen. Aber ich muss euch bitten, bitte nicht den Liga-Präsidenten bei dieser Lage zu stören. Der Aufzug hier im Rose Tower besteht eigentlich nur aus einer beweglichen Plattform. Da dies wieder normal schon ein Risiko mit sich bringen würde, wenn wir als Schutzmaßnahme diese Lichtwellen erzeugen.
Wir haben es im Film von Makrokosmos Konstant. Ja, toll, das ist auch so ein ganz persönlicher Auftritt, so von außen an. Dabei wollen wir so schnell wie möglich da ganz nach oben. Also Pokémon haben sie wirklich gut geschlagen, was sie schnell wieder fit. Ah, das ist ein kleines Schiff. Ich vermute, dass wir noch ein paar Kämpfe haben, bis wir dann nach oben kommen. Das wär's. Der Boss Tower ist insgesamt 300 Meter hoch. Wir befinden uns hier auf der 150 Meter Marke. Diese Stockwerke sitzt der Firma MC Versicherung. Ich hoffe für euch, dass ihr gut versichert seid. So, Karl und Georgia von Marco Cosmos. So, und die kommen mit einem Fluggeber und einem. Klick. Klack, glaube ich, heißt das Viech. Das war die zweite. Ja. So, also Nitrolado drauf auf Flugkiefer. So. Ein Volltreffer. Na gut, das ist der größte so Start-Pokémon, was hier so rumläuft. Das ist gut. Ah, hört aber auf in der Scheiße. Getroffen, okay. Gut, das ist nicht zweimal, wa? Dann hauen wir den jetzt aber weg. Da gibt's noch. Gangwechsel. Pusht seine Initiative ziemlich stark und dann Angriff auch direkt mit. Habe, kann es trotzdem reichen? Ja. Und tschüss, Klick-Klack. Das war's. Lieber Low Level 55. Und die zwei Jungs sind wieder besiegt. Naja, Jungs und Mädels. Zwei Mitarbeiter. In Wirklichkeit lande ich unter Höhenangst. Zu dumm, dass meine Versicherung für Niederlagen bei Kämpfen nicht aufkommt. Gut, das denke ich, dass noch ein oder zwei Kämpfe dazwischen mal wieder auf der Hälfte jetzt drauf. So. Ah, da kommen wieder zwei Heilis. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Spitze. Aber lass nicht du, dass er einfach so eine Liga-Präsidenten überfällt. Ich habe keine Höhenangst. Als Angestellter von Marco Cosmo. Ja, das könnte ich mir jetzt auch gar nicht leisten. Seine Fluglinie hat er. Hey, okay. So, Jody und Nate. Stalo und ja, also eintönig, dass es halt wirklich nur Stand-Pokémon die ganze Zeit sind. Ah, da geht ein Stalo aus. Das hat sie schon nicht gepackt. Und wir sind jetzt auch wieder nicht packen. Stalo ist schon mal down. Kollapper 54, Packers 54. Fischig greift dich an, das ist gut. Sprungfeder ein, das wird wahrscheinlich jetzt. Schlick. Es wird eh daneben gehen. Klar. Und deine Attacke auch. Und es geht auf ihn. Auf Zwolok. So. Da dann drauf auf. Flutschlick. Die Trolladung. Aber es überlebt die Attacke. Und vor allem Ball ist damit daher. Den kriegt es nicht weggesteckt. Es reicht. Das sind die Kriege zu zwingen. So, die zwei sind auch wieder besiegt. Gott sei Dank. So, bitte euch bloß nicht ein. Ihr könnt jetzt im Liga-Präsident vordringen.
Der Film ist der erste an ihr vorbei und das ist völlig unmöglich. Das Stadtwerk von Liga Präsidenten findet sich an der Spitze des Lost Towers, weil er auch an der Spitze der Firmenhierarchie steht. Ja, als Namensgeber sowieso. Und als Gründer. Langsam habe ich das Gefühl, der Wurst hat auf jeden Fall ordentlich Dreck am Stecken. Macht so auf lieb und gut, aber hat scheinbar doch irgendwie was vor. Wir sind sogar ganz oben. Ich dachte, wir werden jetzt, hat doch mindestens ein, zwei Kämpfe. Aber scheinbar dürfen wir jetzt uns mit Olivia gar nicht herumschlagen. Willkommen auf dem Stockwerk des Liga-Präsidenten. Wir befinden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Es ist euch also tatsächlich gelungen, bei Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Und das offenbar ohne große Mühe. Hatte nur Stein-Pokémon, ich habe Feuer-Pokémon, das reicht mir eigentlich. Ah, ich hätte es wissen müssen. Man hat ja so ein großes Potenzial an euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Aber hier endet euer kleiner Ausflug. Ich gehe jetzt brav wieder nach Hause. Denn eines sollte euch mittlerweile klar sein. Ich lasse es unter keinen Umständen zu, dass ihr den Liga-Präsidenten stört. Dich nehme ich mir zuerst vor. Wenn ich dich besiege, wird der Champion völlig am Mund zerstört und die Liga-Präsidenten Zahn fressen. Oder sie ist der ganze Drahtzieher von den ganzen Geschehnissen. So, wir beginnen mit Fastetje. Ein Eis-Pokémon. Ich meine, ihr Geist-Pokémon. Ich spiele tatsächlich privat. Ich habe nochmal privat angefangen mit der Edition hier. So. Und das Pokémon ist relativ schnell erledigt. Ja, du traust dich aus. Wie kannst du denn mein Pokémon verletzen? Skatek 54. Und du kommst jetzt mit Milotic. Milotic. Ich geh auf Elektro, das ist mir zu heiß. Wenn sie geheißen hat, dann kann ich schlappel. Hier auf Stromstoß. Ist überlebt sogar. Hören wir den KP mal ein bisschen auf. Sofort. Weg ist es. Weiter geht's mit Amphira. Giftfeuer. Giftfeuer. Hektas. Könnte klappen wird. Oh, ich hätte Mond-Pokémon haben müssen. Ich hätte da wieder auf Galaxy. Dann gehe ich auf Texas und spiele. Also der Aqua-Durchstoß und der Steinhagel. Ich glaube Steinhagel. Und das ist jetzt Giftfeuer geeint. Um uns ein bisschen zu vergiften. Oder Vierer war jetzt nicht das große Problem. 56 Schlaf für 57 für Elektro. So, Royal. Royal. Das ist ein Pflanzen-Pokémon, definitiv. Ich glaube, es dürfte auch nur Pflanzen sein. Okay. Ultraladung. Bis jetzt kam auch relativ gut durch. Durch diese Kampf hier. So. Gut. Und jetzt kommt die Politox. Okay, die Politox dürfte Gift sein. Also das Typ Gift dürfte natürlich Dynamax-Pokémon sein. Ah, das ist tatsächlich das jetzt. Ja, was ich erwartet hatte. Okay, Polyphos sieht einfach aus wie ein Riesenbild auf. Und es ist nicht dein Haus.
Gut. Dadurch, dass sie wahrscheinlich etwas so lange als sie wird, wenn ich mit dem Chinesen bin, zu gegenhalten. Angestellten. So. Und jetzt machen wir es fertig mit der Chinese. Hab ich das. Nicht ganz. Aber dadurch, dass die Fähigkeit seiner Verteidigung sinkt, und also seine Initiative steigt. So, ich zeig dir meine Attacke, damit er schon von meinem Imagewechsel erfolgreich war. Da gehen wir trotzdem nochmal drauf, Dynakinese. Und ist jetzt nochmal Dynakinese, mein ganzes. Okay, damit der Luigi die Initiative. Haben wir keine Chance. Wir müssen es also jetzt irgendwie so zu richten. Stromstoß, Elektro. Tatsächlich auch gegen diese Elektro-Bundler eine Attacke. Oh, wir haben es überlebt. Er hat tatsächlich gerade so weggesteckt. Push doch mal meine Verteidigungswerte. Aber es reicht ihm. Reicht nicht. Um weiter zu überleben. Klar, es wird ein Doppel-K.O. werden. Ich verliere ja einfach noch ein paar KP. Aber egal, hat doch irgendwas besiegt. Ja, Quatsch, Olivia. Los. Verloren. Ach, Olivia. Du bist echt zu nicht zu gebrauchen. Wie ist das möglich? Wie konnte ich deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Arena-Challenge so gut wie geschlagen hast? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch doch weiter das Leben schwer machen. Aber wir haben alle Wunschsterne, die wir brauchen. Daher dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr daran eh nichts mehr. Oh, du bist einfach nichts aufzuhalten. Wenn du bei dem Libalo alle diese Tricks und Kiffen lockst, ist echt der Wahnsinn. Es ist Zeit, die nötigen Vorbereitungen für den Liga-Präsidenten zu treffen. Und da sind sie. Aber Delion, ich habe es dir jetzt schon 100-mal erklärt. Willst du mich einfach nicht verstehen? Du als Champ solltest das wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, was sie sagen. Für mich ergibt es einfach keinen Sinn, dass du dir morgen abzusagen, mein Problem zu lösen, das 100.000 Jahre in der Zukunft liegt. Da kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten. Als Champ sehe ich es mir die Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Galar-Region, nicht zuletzt ich selbst, freue mich schon lange drauf. Dann verstehst du es immer noch nicht. Du verstehst es einfach nicht. Sieh genau hin, Delion. Das ist die Galar-Region. In 1000 Jahren wird die Energie, die für das Aufrechterhalten dieses Lichterglanzes nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit hier ist begrenzt. Und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alle schaffen, Delion. Verstehe, Liga-Präsident. Das ist also, was uns in 1000 Jahren erwartet. Ich glaube, jetzt habe ich noch ein besseres Bild davon, worauf sie hinaus wollen. Das ist ja mein Wort. Ich werde ihnen helfen. Und sobald der Champion-Cup morgen vorbei ist, helfe ich ihnen. Delion, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, weil du nicht zu unserer Verabredung aufgekreuzt bist. Dich hier zu finden war alles andere als einfach. Zum Glück hatten wir uns jetzt geholfen und Mary und Team Yell. Es tut mir wirklich leid, dass du so viel Ärger wegen mir hattest, Hop. Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken um all das hier. Lasst uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzenslust den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Ach ja, das ist gut.
Ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, die Brasilien los. Dieses Turnier wird in die Geschichte Galas eingehen. So viel steht fest. Du magst dich damit zufrieden geben, in die Geschichte Galas einzugehen. Aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nötig, auch im Alleingang. Also war er doch. Ja gut, es sah erst nicht so aus, würde tatsächlich alles von der Olivia ausgehen. Aber jetzt scheinbar doch irgendwie hat Wurfs auch noch irgendwas vor. Bin mal gespannt. Das kann auf jeden Fall sehr interessant werden, was hier noch weiter so passiert. Aber jetzt geht es auch ein bisschen weiter. Am Abend des nächsten Tages. Es ist soweit. Und, hast du dich auch richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten. Aber das tust du nicht, weil ich habe dich geschlagen. Du bist Kev, richtig? Das Finale beginnt in Kürze. Wenn du schon möchtest, bin ich gerne zum Stadion. Hey, tut sie ja nicht so, als wäre gestern nichts passiert. Mein Partner Gottraum und ich zeige euch nicht so gerne, wo der Hammer hängt. Nein, nicht zum Erschürzen. Ich höre zu den Guten. Nicht alle Angestellte Pokémon-Liga folgen und die WSB fehlen blind. Ich habe natürlich gehört, was sich gestern zugetragen hat. Das tut mir alles sehr leid. Olivia würde alles für den Liga-Präsidenten tun, ohne Rücksicht auf Verluste. Offenbar hat er zu dem Zweck sogar extra eine Gruppe von Experten aus den Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann euch beruhigen. Die Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden wollen, euch nichts Böses. Klingt gut. Also, klingt, als könnten wir vertrauen. So, aber jetzt ab zum Stadion mit dir. Ich will dich endlich kämpfen sehen. Soll ich dich zum Score City Stadion bringen? Ja, klar, gerne. Gut, lass uns gleich losgehen. So. Wir sollen zum Score-Stadion betreten. Und was hier so uns erwartet, oder das stellst du dir, das erfahren wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute, bei Pokémon Shield. Und ja, dann dürfen wir tatsächlich hoffentlich endlich ins Champion-Turnier schwingen und den großen Champion herausfordern und selber Champion gegen alle Regionen werden und mit Reisentum und was auch immer. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen.